die Möglichkeit, jetzt eine Diskussion abzuhalten. Ist jemand hier, der die Breastcare-Nurse immer bei der Diagnosenmitteilung bei sich haben kann, der so privilegiert ist? 1, 2, 3, 4. Donnerwetter, ja, das ist also gut. Wir sind dann auf einem guten Weg. Uli, bitte. War ja sehr interessant, diese Erläuterungen, und sie hat sicher eine große Funktion, die Breast Cancer Nurse. Was mir nicht einleuchtet, ist, dass sie bei der Diagnosemitteilung unbedingt dabei sein soll. Das ist ein sehr intimer Moment, den man mit der Patientin teilt, vielleicht mit ihrem Ehemann oder den Kindern. Ich finde, zu viel medizinische Präsenz ist da wirklich nicht nötig. Nachher im Pfad sicher sehr nützlich. Also vielleicht, um darauf zu antworten, das ist auch ein Punkt, den wir sehr häufig diskutiert haben. Die Rückmeldungen der Patientinnen sind durchweg positiv. Also sie erleben das als positiv, wenn die Breast Cancer von Anfang an dabei ist, und erleben das nicht als eine zusätzliche medizinische Fachperson, weil Pflege niederschwelliger ist. Das scheint so zu sein. Der andere Aspekt ist natürlich, für die interprofessionelle Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass die Breast Cancer weiß, was der Arzt mit der Patientin besprochen hat. In einzelnen Zentren hat es auch dazu geführt, dass der Gynäkologe, der die Diagnose mitteilt, die Zeit der Aufklärung verkürzt hat, weil er wirklich die medizinischen Fakten mitteilt und die Breast Cancer nachher übernimmt und ihm quasi auch Zeit einspart. Ja. Und das erleben die Patientinnen nicht als eine negative Übergabe. Also da gibt es auch verschiedene Modelle. Der Kern ist aber der, dass, was wir auch erlebt haben, ist, dass zumindest in den universitären Zentren wir eine große Ärztefluktuation haben. Wer sicherstellt, dass die Diagnosemitteilung immer ungefähr gleich stattfindet, ist die Breast Cancer Nurse. Also die ist auch eine Wissensträgerin, die zum Beispiel verhindert, dass Diagnosemitteilungen, die in Deutschland in 10 Minuten gemacht werden, in der Schweiz dann doch in einer Stunde stattfinden. Ja, die Idealsituation ist die, dass die Breast Cancer Nurse dabei ist bei der Diagnosenmitteilung. Habe zuerst auch gedacht, ja, wenn sie jetzt zu zweit kommen, dann muss es besonders schlimm sein. Es ist einfach schlimm genug, ist ja klar. Aber die Breast Cancer Nurse kann dann die Patientin übernehmen, vielleicht mit jemand Angehörigem, und die Dinge mitteilen, welche im Arztgespräch zu kurz kommen. Also ich habe durchwegs positive Erfahrungen damit gemacht, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Breast Cancer Nurse weiß, was und wie ich es der Patientin mitgeteilt habe. Nur unsere Aufklärung, die Diagnosenmitteilung, das ist nicht ein Zeitpunkt, sondern ich mache ja den Ultraschall und sehe schon ziemlich klar meistens, was das Problem ist, und versucht zu erfahren, wie viel will die Patientin jetzt schon wissen, oder will sie sagen, ja, jetzt warten wir mal den Laborbericht ab. Dann sage ich ihr vielleicht noch, wenn Sie jemanden Vertrautes haben, bringen Sie den oder diese Person noch mit das nächste Mal, weiß sie eigentlich dann auch schon, was es geschlagen hat. Das sind so ganz individuelle Situationen, die jedes Mal anders sind. Ja. Ja, ich möchte vielleicht dazu gerade anschließen. Ich bin einverstanden damit. Ich denke, man muss sich vielleicht gut überlegen, ob man in einem Ausbildungszentrum ist, wo eben die Ärzte immer wechseln, jung sind, wenig erfahren haben, wo diese Rolle ganz sicher wichtig ist. Aber wenn man in einem Belegarztsystem arbeitet, wo erfahrene Ärzte, die auch menschlich viel reifer sind, dann habe ich Mühe damit, dass diese Person so wichtig ist. Aber wo ich sie ganz wichtig finde, ist dann ganz am Schluss, wenn die Ärzte dann fertig sind dabei. Vielleicht müsste man je nach Ort, wo man arbeitet, diese Rollen verschieden definieren. Wenn ich eine Patientin aus dem Spital entlasse,
kommt es mir manchmal vor, wie wenn ich aus den Fragen, die sie stellt, schließen kann, ob sie vorher bei der Breastcare-Nurse war oder nicht. Und es ist so, die Patientinnen, die bei Irene waren, die haben kaum mehr Fragen, für die läuft das alles viel runter. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, weshalb ich so vehement dafür plädiere, dass jede Patientin vor dem Beginn der Haupttherapie, sei es jetzt neoadjuvante Chemo oder Operation, bei der Breastcare-Nurse war. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so groß Werbung für mich machen, aber meine Erfahrung zeigt schon, dass die Frauen sich zum Beispiel bei den Chemotherapien unterhalten und die Frauen dann sich auch austauschen und die, die nicht bei der Breastcare-Nurse waren, die sagen dann, oh schade, das hätte ich gebraucht und warum kam ich nicht dazu, und die Feedbacks sind wirklich ganz enorm, weil sie haben anschließend Raum für ihre Emotionen und sie fragen eine Breastcare-Nurse andere Dinge als einen Arzt. Bei der Breastcare-Nurse meistens die erste Emotion wird gezeigt, es laufen die Tränen, beim Arzt reißen sie sich zusammen, weil da wollen sie wirklich wissen, was kann man tun. Und ich mache durchwegs nur gute Erfahrungen. Das andere, was ich gemerkt habe, was ich schwierig finde, wenn die Patientin kommt und die Breastcare-Nurse automatisch mit dazu kommt, dann denkt die Patientin vielleicht schon, oh, da ist was nicht gut, und erfährt auf dem Gang für sich die Diagnose. Und ich habe die Erfahrung gemacht, oder ich finde es ideal, wenn der Arzt mit der Patientin spricht, die Diagnose mitteilt und mich dann dazu holt. Noch eine Frage? Gut, dann übergebe ich gerne Urs Breitenstein. Wir kommen zum nächsten Block.